So, ja, komm hier. Yeah. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier. Sehr gut. Sitz. Sitz. Ja, es knistert. Sitz. Sehr gut, Aria. Sehr gut. Hier, noch ein. So, und jetzt. Psst, psst. Konzentration, Konzentration. Hallo zusammen. Hundeporträts mit Blitz. Ganz einfache Hundeporträts mit ein oder zwei Aussteckblitzen. Also relativ günstige Ausrüstung, einfaches Setup. Genau das gleiche Setup würde ich auch bei Menschen nehmen. Das habe ich in meinem Video schon ganz oft gezeigt. Ein Hauptlicht, eins von hinten mit dem Rimmlicht. Erkläre ich ganz ruhig im Detail, wie wir das machen. Aber ich zeige erstmal ein paar Szenen von unserem Shooting und dann erkläre ich, was wir da eigentlich gemacht haben. So, vom Setup her. Wir haben eine 90er Softbox, das ist die mit dem Grit drin. Da ist ein Yongnuo 563 als Blitz drin. Das kommt so von leicht schräg von vorne oder von ganz vorne, je nachdem, welchen Effekt du haben möchtest. Und jetzt haben wir die Schwierigkeit, mein Hund ist schwarz und der Hintergrund ist schwarz. Das heißt, ich sehe den Hund eigentlich nicht, der geht ein bisschen unter. Deswegen haben wir einen zweiten Blitz stehen, auch mit Grit drin. Der erlaubt mir halt, ein Rimmlicht zu setzen, also ein Licht von hinten zu setzen, ein Akzentlicht zu setzen. Wenn ich keinen zweiten Blitz hätte, könnte ich auch einen Reflektor nehmen, dann habe ich weniger Kontrolle. Ist alles ein bisschen schwieriger, aber es geht natürlich auch. Ich kann dann aber zum Beispiel nicht, ich muss den Reflektor sehr nahe dran bringen und dann ist es schwierig, den nicht im Bild zu haben. Das schon alles. Eins von vorne, eins von hinten. Bei dem schwarzen Hund, beim weißen Hund oder so einem Border Collie oder sowas kann man natürlich überlegen, man nimmt sogar nur ein Licht. Hintergrund ist jetzt einfach so eine Foto-Hintergrundfolie, die kann man bei Amazon für wenig Geld kaufen. Man kann natürlich auch irgendwie ein Bettlaken nehmen oder eine weiße Wand oder was auch immer du da haben möchtest. Und jetzt kommt's. Die Schwierigkeit ist eigentlich nicht das Blitzen, weil das ist Standard-Setup. Ich habe jetzt hier in der Hand die Nikon Z6. Die hat Augen oder beziehungsweise Gesichtserkennung für Tiere, für Hunde halt. Das hat den Vorteil, dass ich eben den Hund hier hinsetzen kann und ich muss mich nicht so ums Fokussieren kümmern, sondern weil der Hund bewegt sich ja, der ist ja nervös. Und das macht es natürlich sehr viel einfacher. Das geht auch ohne, man hat halt einfach, muss halt ein bisschen schneller sein mit dem Fokussieren. Ich habe hier drauf einen Yongnuo 6032, ich verlinke das Ganze auch, also Auslöser, mein Standardauslöser seit vielen Jahren. Der hat den Vorteil, der geht auf alle Kameras. Das eigentliche Shooting haben wir mit der Fuji gemacht, da habe ich genau das gleiche Setup gehabt. Jetzt habe ich halt die Nikon, ich könnte auch die Sony nehmen, die Canon nehmen, spielt keine Rolle, die kann ich mit allen Kameras nehmen. Deswegen ist das so meine Standardempfehlung auch. Und ist günstig und robust und so weiter. Von den Einstellungen her, ISO 100 nehmen, Verschlusszeit so 160stel, 250stel, sowas und dann Blende 4, 5, 6, 7, 8. Wenn du keinen Blitz anhast, sollte das Bild einfach schwarz sein. Weil das heißt, alles Licht, was du da reinbringst, kommt aus deinem Blitz. Dann nimmst du den Blitz, stellst den mal auf ein Viertel und machst mal einen Testshot und dann siehst du ja, das Bild ist zu hell oder zu dunkel. Bei dir zu Hause stellst du den Laptop daneben, packst halt mal auf den Laptop kurz und guckst dir die Bilder an, ob sie richtig belegt sind, weil das immer schwierig zu beurteilen ist. Schwarzer Hintergrund, schwarzer Hund und dann am Display die Helligkeit zu erkennen, ist ein bisschen schwierig. Wenn du da nicht so viel Erfahrung hast, zwischendurch am Computer packen und du sagst, das steht, alles richtig eingestellt, dann geht es nur noch darum, den Hund halt ein bisschen zu kontrollieren. Da ist es viel einfacher, wenn man zu zweit ist. Einer fotografiert und einer hält halt Leckerli in der Hand. Wirft dir dem Hund mal zu oder bewegt halt die Hand so ein bisschen, weil der Hund guckt ja immer zum Leckerli. Dadurch kann ich relativ gut kontrollieren, wo der Hund hinguckt, zumindest für kurze Momente. Und dann muss der Fotograf halt schnell sein. Zusätzlich haben wir einen Karton hingestellt oder die Hundebox. Das hat den Vorteil, ich weiß ziemlich genau, wo der Hund ist. Ich kann meine Lichter einstellen, ich kann fokussieren und so weiter. Und der Hund kann sich nicht viel bewegen, weil sonst fällt er ja runter. Und deswegen die Hundebox ist relativ angenehm, einfach in unserem Fall, weil der Hund die liebt, der liegt da total gerne drauf. Das heißt, das ist so ihre erhöhte Liegeposition quasi. Sie fühlt sich wohl da und ist schon mal weniger aufgeregt. Viel Geduld mitnehmen, Kinder und Hunde, ne? Man muss einfach viel, viel Geduld mitbringen, nicht nervös werden, weil der Hund nimmt das natürlich auf, deine Nervosität. Also du musst entspannt sein, Zeit lassen, nicht zu viel, irgendwann ist zu viel, aber ein bisschen Zeit mitnehmen, Geduld mitbringen. Und dann macht man eine Viertelstunde, 20 Minuten max, und hat 1, 2, 3, 4, 5 Bilder. Mehr hat man da gar nicht. Aber mehr brauchst du ja auch nicht. Du willst ja ein cooles Bild haben. Wenn du sagst, du hast das, hörst du auf, entspannst den Hund oder machst zwischendurch mal eine Pause oder sowas.
Sehr gut. Wenn du diese typischen Fangbilder machen willst, also der Hund steht da und fängt und hat das Maul offen und Speichel fliegt und so weiter und so fort, so um 30 mm würde ich das machen, dass es ein bisschen weitwinklig ist. Je weitwinkliger, desto verzerrter ist der Schädel natürlich. Irgendwann ist das nicht mehr gut. Das musst du selbst entscheiden. Super Weitwinkel kann halt auch witzig sein natürlich. Und dann ist auch genau das gleiche Setup, ist einfach eine Geduldfrage. Und den Hund halt ein bisschen üben vorher und hopp, dass sie halt fangen kann. Und dann muss man einfach Geduld machen. Die Schwierigkeit ist ein bisschen, du kannst mit Blitzen nicht richtig Dauerfeuer machen. Je nachdem, wie hell du den Blitz eingestellt hast, kannst du halt gerade bei den Aufsteckblitzen nur ein, zwei Bilder machen in der Serie. Wenn du Studioblitze hast und die halt nicht so hoch drehst, dann kannst du auch 3, 4, 5, 6, 7 Bilder in der Serie machen. Das ist viel einfacher. Das braucht halt ein bisschen mehr Geduld. Und dann braucht es wirklich was der Hund sehr gerne mag, so wie jetzt hier das Fleisch, das Trockenfleisch. Und hopp. Ups. Ha. Und hopp. Sehr gut. Ist aber genau das gleiche Setup. Das würde ich genau so machen. So, ich hoffe, das war interessant. Ich hoffe, das hat dich inspiriert, das selbst auch zu machen. Wenn du selbst Hunde oder Katzen, Haustierfotos machst, dann teile sie doch gerne auf Instagram. Schreib daran das Hashtag WiesnerDogs. Dann können wir ein bisschen gegenseitig sehen, was wir gegenseitig machen. Wenn du noch kein Abo da hast, gerne ein Abo dalassen und auch gerne einen Daumen nach oben dalassen. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Das ist ja quasi so unser positives Feedback von euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.